Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ich hoffe, dir geht's gut und herzlich willkommen, falls du ein neuer Zuschauer sein solltest, auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Du siehst es schon hier im Hintergrund. Es wird einiges zu besprechen geben. Wir touchen möglicherweise hier unten nochmal unsere wichtige Support-Linie an. Und was jetzt hier wichtig wird, das wärst du im Video. Deshalb legen wir direkt los. Let's go! So, ich habe mich hier unten ein bisschen kleiner gemacht und jetzt sehen wir uns das einfach mal ganz genau im Detail an. Zum einen ist es ja so, wir sind weiterhin in unserem Rising Wedge. Das heißt, hier dieses Rising Wedge formt sich langsam immer enger zusammen und da wird die Sache dann spannend, ob wir hier wirklich weiter erstmal nach unten hin ausbrechen. Gestern ist dann noch was sehr Spannendes passiert, denn wir haben dann gestern hier nochmal so einen kleinen Move nach unten gesehen. Ja, wir hatten ja dann hier oben das Ganze oben nochmal angetouched und angetestet, unsere oberste Support- und Widerstandslinie, die immer noch jetzt zu Widerstand natürlich geworden ist. Ja, wenn man hier mal drüber bricht, möchte ich hier einfach einen schönen Retest von diesen ganzen Linie sehen und dann wird diese zu Support, dass wir dann hier beide nach oben steigen können. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall gewesen. Das heißt, wir wurden hier perfekt wieder rejected. 25.000 US-Dollar ist im Moment die magische Grenze. Warum? Psychologisches Level, ganz wichtig, da haben viele Leute ihre Limit-Order zum Verkaufen reingesetzt, auch viele Trader orientieren sich dann an diesem psychologisch wichtigen Level, die 25k, und vor allem, man darf halt nicht außer Acht lassen und nicht das Ganze hier verharmlosen, und zwar kommt hier unser 200er Week-EMA rein, denn wenn wir uns das Ganze mal auf dem Weekly-Chart anschauen, dann siehst du, dass wir hier im Moment mit dieser Woche Stand jetzt nichts anderes gemacht haben, als den 13er EMA anzutesten. Das ist diese rote Linie, die hier runterkommt, und mit der Woche zuvor war es einfach genau unser 200er Week EMA. Wir haben das Ganze jetzt hier angetestet. Die 13er EMA Linie wird wahrscheinlich jetzt dann hier nochmal weiter runter wandern, ja, wenn wir die Woche jetzt so schließen würden, und man muss einfach aufpassen, ja, eine kleinere Erholung beziehungsweise, Erholung ist der falsche Begriff, eine kleinere Korrektur ist jetzt hier meiner Meinung nach schon lange überfällig. Wir sind jetzt hier knappe 6.500 Dollar nach oben gestiegen, dass wir jetzt möglicherweise hier dann nochmal einen Step nach unten gehen, halte ich für sehr wahrscheinlich, dass wir dann runterfallen auf 20.000 Dollar, muss man mal sehen, aber zumindest noch mal eine kleinere Korrektur. Und da haben wir nämlich dann das ganz große Problem, was uns nämlich erwartet. Denn wenn wir uns das nämlich auf dem 4-Stunden-Chart hier anschauen, dann sehen wir einfach, wenn wir hier nach unten hin jetzt durchbrechen würden, den Alert, den können wir mal rausmachen, den brauchen wir nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt nach unten hin durchbrechen würden, und im Moment sieht es halt wirklich davon aus, falls der 50er EMA auf dem 4-Stunden-Chart nicht halten sollte, geht es relativ schnell hier nach unten Richtung 100er EMA, und der kommt genau hier unten rein bei unserer wichtigen Supportlinie. Viele Leute haben hier oben dann auch schöne Short-Positionen dann eröffnet, ja, weil wir genau ja dieses Szenario uns dann auch im gestrigen Video angeschaut haben. Ich habe gesagt, Leute, passt auf, wir sehen hier den Bitcoin, wir sehen hier eine starke Rejection von 25.000 Dollar, das ist jetzt hier so ein Entry für einen schönen Daytrade und herzlichen Glückwunsch zu 4,2% an der Stelle. Aber wenn wir jetzt hier nach unten hin fallen sollten und wir nicht bei 23.458 Dollar Support reinkriegen, das war genau unser wichtiger Support- und Widerstandsbereich. Du siehst das Ganze hier nochmal schön. Widerstand, Support, Support, Widerstand, Widerstand, nochmal Widerstand, nochmal Widerstand. Ja, dann haben wir eigentlich das große Problem, es sollte dieser fallen, dass wir wirklich hier nochmal Richtung 21.710 Dollar nach unten marschieren könnten. Und dann haben wir auch ein Breakout aus unserem Rising Wedge. Und die Rising Wedges haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach unten hin auszubrechen, als nach oben. Vor allem, wenn man dann eh von einem Downtrend ja kommt. Ja, und das haben wir ja gehabt. Ja, wir sind hier runter, Downtrend, wir formen jetzt hier das Rising Wedge, dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass man auch das Rising Wedge wieder nach unten hin ausbricht sozusagen. Ja, man sieht dann auch den, zum Vergleich zum Nasdaq, der Nasdaq ist gestern schön nach oben gestiegen, der Bitcoin hat das gar nicht interessiert und ist gestern leider gleich geblieben. Wenn aber der Nasdaq nach unten fällt, zieht der Bitcoin wieder mit. Also ganz, ganz komische Konstellation im Moment. Aber Nasdaq solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten, vor allem 15:30 Uhr, ja, wenn es dann hier wieder losgeht und die traditionellen Märkte eröffnen. Das Video kommt heute deshalb ein bisschen später, weil ich die ganzen Tag vor Vormittag kein Internet hatte. Mal wieder, Grüße gehen raus. Ja. Aber nichtsdestotrotz will ich euch jetzt hier einfach kurz und schnell und knackig updaten. Das heißt, dieses Szenario würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Einmal, falls wir hier dann den schönen Bounce reinkriegen. Und das zweite Mal wäre halt wirklich hier dieses Szenario auf diese wichtige Supportlinie. Da spätestens muss ein
Move und muss ein schöner Bounce dann nach oben kommen, weil sonst wird es wirklich bitter und dann könnten wir früher oder später sogar noch, als uns lieb ist, nochmal die 20.000 Dollar antesten. Auf dem 4-Stunden-Chart, RSI macht im Moment genau das, was er eigentlich soll, ja, und zwar gar nichts. Wir sind genau hier auf der 50er-Punkte-Marke. Ja, im Moment passiert nicht viel, wir konsolidieren auch jetzt hier in diesem Bereich. Deshalb wirst du auch hier unten beim RSI eigentlich viel sehen. Aber was halt wieder sehr spannend ist, ist Folgendes bei MACD. Wir haben uns das Ganze gestern auch angeguckt. Ich habe gesagt, Leute, aufpassen. Ja, wenn wir hier das bearische Cross wieder reinkriegen und das Momentum geht wieder ins Negative, rechnet damit, dass der MACD wieder ein bisschen nach unten korrigiert, bevor wir dann hier den nächsten Move nach oben machen. Genau das passiert jetzt zurzeit. Also kann mir auch gut vorstellen, dass da der ganze Move hier noch nicht vorbei ist. Vor allem, wenn ich mir das halt jetzt hier so angucke, dann siehst du auch auf dem 1-Stunden-Chart, ja, wir kämpfen die ganze Zeit mit diesen wichtigen EMAs und schaffen es einfach nicht drüber. Wir haben die ganze Zeit auf dem 1-Stunden-Chart hier einen Downtrend. Dann siehst du es hier nochmal ganz gut, wenn man so möchte, formt sich hier möglicherweise sogar ein Descending Triangle. Das hätte dann ein technisches Preisziel, können wir uns hier auch mal reinballern, wenn wir hier nach unten ausbrechen, ja, genau bei unserer Supportlinie unter uns. Also auch hier erwarte ich dann zumindest bis, ja, heute Nacht, bis zum Daily Close erwarte ich hier eine Entscheidung, wo der Move hingeht, entweder nach oben, dann wäre es sehr interessant, ob wir über die 24.500 Dollar kommen. Wenn nicht, dann wird das ganze Ding hier nach unten fallen. Was man halt auch gut sehen kann, ist 100er EMA, 50er, ja, und wir halten uns die ganze Zeit am 200er EMA, der bringt uns die ganze Zeit jetzt hier Support rein. Ja. Deshalb haben wir eine ganz, ganz enge Range und die Range vom heutigen Tag ist knappe 200 Dollar groß, also ist ja absolut gar nichts. Ja. Dann gehen wir noch kurz rein Richtung Ethereum. Also das für Bitcoin auf jeden Fall für den heutigen Abend noch im Auge behalten. Bei Ethereum sieht es ähnlich aus. Was jetzt hier sehr spannend ist, ist Folgendes, dass wir auf dem 1-Stunden-Chart, also für die Daytrader unter euch, 1-Stunden-Chart, 100er, 50er EMA, perfekt angehittet. Wenn wir jetzt hier rejected werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir unten nochmal reinkommen und dann hier nochmal so einen schönen doppelten Boden reinkriegen und dann nach oben ballern. Das wäre natürlich das absolute Best Case. Und du siehst hier auf dem 4-Stunden-Chart, wir kämpfen wieder mit unserem 800er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Jetzt muss man allerdings aufpassen, denn auf den größeren Timeframes kann sich jetzt hier so ein Head-and-Shoulders-Pattern formen und das technische Preisziel von diesem ganzen Ding, falls wir nach unten fallen sollte, wundersamerweise sind genau der 50er EMA auch die Neckline und unser Support, ja, das siehst du dann hier nochmal ganz schön, würde uns, jetzt schaut euch das mal an hier, würde uns genau wieder auf 1716 Dollar bringen. Was sind die 1716 Dollar? Das ist zum einen dieser ganz große Supportbereich gewesen, den wir hier gehabt haben und den wir an dieser Stelle in der Vergangenheit gehabt haben, und zwar im Juni, ja, 2021 und nochmal im Juli 2021. Hier, schau dir das mal an. Das ist genau dieses Level, was ich gesagt habe, das lasse ich mal lieber drinstehen, die 1716 Dollar, die können durchaus nochmal signifikant werden und das technische Preisziel von diesem ganzen Ding wäre dann auch jeden Fall genau hier diese 1716 Dollar. Wenn man eine Long-Position eröffnen möchte, würde ich warten, bis wir hier unten möglicherweise reinkommen, vielleicht so ein kleines Double Boden, also Double Bottom hier dann formen und dann wieder weiter nach oben gehen. Ja. Das wäre so ein Szenario, was ich mir im Auge behalten würde, falls wir jetzt hier nicht einen schönen Bounce reinkriegen. Ja. Stand jetzt würde ich das Ganze nicht traden, ich würde abwarten, weil wenn Bitcoin nach unten fällt, wird das Ethereum hier auch mit nach unten ziehen und dann genau hier auf unseren wichtigen Supportbereich, und das wird dann halt spannend. Ja, selbst hier kleiner Supportbereich kann dann auch schon bei 1785 reinkommen. Da kommt auch der 100er EMA mit hoch und wir haben hier diese wichtigen zwei Hochs gehabt, die ich euch hier markiert habe mit den grünen Pfeilen. Auch das ist ein ganz wichtiges Level. Ja, deshalb kann ich mir auch sogar sehr gut vorstellen, falls wir einen Breakout nach unten sehen, dass wir hier dann den schönen Bounce sogar schon reinkriegen. Ja, also das einfach mal noch zu Ethereum. Dann müssen wir reingehen und müssen ein paar News anschauen. Zum einen müssen wir aufpassen, ich sage es immer wieder, tradet nicht mit hohen Hebel. By the way, wenn du traden möchtest, schau gerne unten mal bei BitGet rein. Ja, da kannst du dich auch kostenlos dann bei bitbull-trading.com für den Discord-Server anmelden. Also auch eine ganz coole Sache. Deshalb mach dir da auf jeden Fall einen Account. Aber nichtsdestotrotz, Total Liquidations bei Bitcoin. Ihr seht jetzt hier 4,5 Millionen mal kurz raus liquidiert und dann hier auch nochmal 4,37 Millionen raus liquidiert, weil die Leute einfach mit sehr hohen Hebel weiterhin hier
gamblen und einfach zocken. Das ist reine Zockerei. Ja, kleinste Moves und kleinste Bewegungen nach unten reichen dann aus, um die Leute dann hier aus dem Markt zu spülen. Was halt sehr spannend war, ist dann folgendes, warum wir diese Liquidations dann auch gesehen haben. Ja, das ist genau jetzt hier auf dem 1-Stunden-Chart passiert. Es sind genau diese Bewegungen hier gewesen. Dieser Wick, dieser Wick, dieser Wick hier, dieser Wick hier auch, ja. Und das ist genau das, wo man einfach sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man größere Long-Positionen aufhat, vor allem mit einem sehr hohen Hebel. Für Anfänger absolut nicht geeignet. Dann Bitcoin-Miner melden 142 Millionen Dollar an Quartalsverlust. Ist natürlich logisch, klar, der Kurs ist weiter nach unten gegangen, die Miner mussten dann dementsprechend auch Bitcoin verkaufen, einige haben keine Bitcoin verkauft, mussten dann so ein bisschen Verlust dann auch anmelden, und da sieht man einfach, dass hier sehr viele Miner jetzt drunter gelitten haben, dass der Kurs natürlich so weit unten nach unten fällt, vor allem sieht man das auch immer ganz schön. Wenn zum Beispiel Nuri, perfekter Beispiel, Coinbase hat Leute entlassen, Nuri ist insolvent, nur weil der Bitcoin-Preis nach unten geht. Und da sieht man halt mal, wie die ganzen Firmen aufgebaut sind. Ja. Ethereum-Wahl verschickt 145.000 Ethereum. Da will es einer wissen, da wird die Sache sehr, sehr spannend. Und zwar wurde eine Wallet aktiviert, die seit 3 Jahren inaktiv ist. Das muss man mal ein bisschen im Auge behalten, vor allem auch zwecks dem Merch-Thema, was jetzt dann rauskommt, was mit diesen 145.000 Ethereum passiert. Das sind 270 Millionen Dollar, Leute. Also richtig heftig. Kann mir auch vorstellen, dass diese Wallet-Adresse einer größeren Exchange gehört. Muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Das auf jeden Fall dann hier immer mal im Auge behalten. Ja, wie gesagt, 15. September ist es dann soweit mit dem Merch. Das soll es jetzt fürs Update-Video gewesen sein. Auch wenn es heute ein bisschen spät rauskam, tut mir echt leid wegen Internetprobleme, aber nichtsdestotrotz seid ihr jetzt up to date. Morgen gibt es wieder ein Update-Video in alter Frische. Spätestens 9 Uhr ist das für dich online. Ich würde mich sehr freuen, wenn du der Community beitrittst und ein Like da lässt. In diesem Sinne, bleib gesund, pass auf dich auf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dein Basti, wie immer. Ciao, ciao.